Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gottesdienst am letzten Sonntag nach Epiphanias. Das Thema dieses Sonntags leitet sich ab aus dem Evangelium, in dem wir von der Verklärung Jesu hören. Neben ihm erscheint unter anderem Elia und von dessen Scheiden aus dieser Zeit werden wir in der Predigt mehr hören. Mit dem heutigen Sonntag beginnt die letzte Woche des Weihnachtskreises. Das heißt, wir werden noch einmal erinnert an die Menschwerdung Jesu im Introitus des heutigen Sonntags und zugleich wird eine Verbindung hergestellt zu seiner herrlichen Erscheinung, zu der Herrlichkeit, die er zeigt, etwa auf dem Berg der Verklärung. Der Herr segne nun diesen Gottesdienst an unser aller Herzen. Amen. Uns Herz und Mut.
Hört die Epistel für den heutigen letzten Sonntag nach Epiphanias. Er steht geschrieben im 2. Petrusbrief im 1. Kapitel. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört, vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Halleluja, Halleluja. Thank you.
Hört auch das Evangelium dieses Sonntags. Es steht geschrieben bei Matthäus im 17. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Gelobt seist du, Herr Jesus. Lob sei dir, o Christus. Lasst uns Gott preisen mit dem Lobopfer unserer Lippen und mit dem Bekenntnis unseres heiligen christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem 2. Königebuch im 2. Kapitel, die Verse 1 bis 12. Als aber der Herr Elia im Wetter gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und es gingen die beiden miteinander. Und 50 von den Prophetenjüngern gingen hin und standen von ferne. Aber die beiden standen am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Da teilte sich nach beiden Seiten, so dass die beiden auf trockenen Boden hinübergingen. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir weggenommen werde. Elisa sprach: Dass mir 2 Anteile von deinem Geiste zufallen. Er sprach: Du hast Schweres erbeten, doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen werde, so wird's geschehen, wenn nicht, so wird's nicht sein. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Elisa aber saß und schrie: mein Vater, du Wagen Israels und sein Gespann, und sei nicht mehr. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, segne jetzt dies dein Wort an unser aller Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Gemeinde, berühmte Menschen in der Geschichte sind auf ganz unterschiedliche Weise gestorben. Jan Hus zum Beispiel widerfuhr dasselbe Schicksal, das so manchem widerfahren ist, der von der Kirche als Irrlehrer gebrandmarkt wurde. Er wurde verbrannt. Martin Luther hingegen, der durfte ruhig im Bett einschlafen. Andere sind im Kampf gefallen oder Schauspieler auf der Bühne gestorben. Wie wünschst du dir deinen Tod? Zugegeben, die Jüngeren unter uns werden sich darüber noch keine Gedanken gemacht haben, aber der Text, den wir gerade hörten, der legt uns genau diese Frage heute vor. Wie wollen wir einmal sterben? Wie wollen wir aus dieser Welt, aus dieser Zeit scheiden? Ganz gleich, wie es sein wird. Aus der Geschichte, die wir gehört haben, dürfen wir Wunderbares entnehmen, denn wir erfahren hier, wie ein Kind Gottes von dieser Erde scheidet, nämlich vorbereitet und siegreich. Vorbereitet nach einem Leben im Dienst für den Herrn und siegreich begleitet von himmlischer Herrlichkeit. Ein Kind Gottes scheidet vorbereitet von dieser Welt. Gewöhnlich wissen wir Menschen nicht, wann unsere letzte Stunde schlägt.
Egal wie alt wir sind, es kann jederzeit soweit sein. Den Propheten Elia hatte Gott offenbar kurz zuvor wissen lassen, dass er ihn bald von dieser Erde nehmen wird. Ob er ihm auch verraten wird, dass er dabei nicht sterben wird, wird uns nicht gesagt. Aber was deutlich wird an diesem Text, den wir hörten, ist doch das, dass nicht nur Elia wusste, dass er bald heimgenommen wird, sondern auch die Prophetenschüler in Bethel und Jericho. Und auch seinem getreuen Schüler Elisa ist es nicht verborgen geblieben. Als er ein letztes Mal im Auftrag Gottes nach Bethel und nach Jericho kam, da sprachen die dortigen Prophetenjünger zu Elisa: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Und Elisas Antwort zeigt es, dass er es wusste. Und das war auch der Grund, weshalb er nicht von der Seite seines geistlichen Vaters Elia scheiden wollte. Wir hören es dreimal, dass Elia ihn sagt: Bleib du hier, der Herr hat mich da und dahin gesandt, nach Bethel, nach Jericho, an den Jordan. Und jedes Mal schwört Elisa mit einem heiligen Schwur: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Elisa hatte viel von Elia gelernt. Er kannte und bewunderte sein Gottvertrauen, seinen Mut und sein furchtloses Bekenntnis zum lebendigen Gott. Er galt bereits als sein geistlicher Erbe. Doch bevor er es antreten konnte, wollte er Elia um etwas bitten. Wir werden später im Verlauf dieser Predigt noch einmal darauf kommen, worum er bittet. Jetzt aber wollen wir uns fragen, was werden sich die Prophetenschüler untereinander erzählt haben, nachdem Elia nicht mehr unter ihnen war? Woran werden sie sich erinnert haben? Woran werden sie gedacht haben? Nun, Elia wirkte zu einer Zeit totaler Gottlosigkeit. Er lebte im Nordreich Israel unter dem König Ahab, der die Abgötterei vorangetrieben hatte, aufgrund seiner Frau. Baal wurde verehrt und die Propheten des Herrn wurden verfolgt, so auch Elia. Aber Elia wurde von Gott treu in dieser Zeit bewahrt. Sicher hat Elia seinen Schülern später davon berichtet, wie Gott ihn anfangs am Bach Krit durch einen Raben und später bei einer Witwe an der Mittelmeerküste in Zarpat im wahrsten Sinn des Wortes auf wunderbare Weise versorgt hatte. Auch von der Geschichte am Karmel wird Elia erzählt haben. Berichtet haben wird er, wie Gott auf wunderbare Weise das Opfer Elias samt Altar mit Feuer vom Himmel herab verzehrt hatte, während die Baalspriester vergeblich riefen und klagten und sich ritzten. Er wird erzählt haben, wie Ahab daraufhin sich bekehrt hatte zu dem lebendigen Gott. Aber diese Bekehrung hat nicht lange angehalten. Bald musste Elia erneut fliehen vor ihm. Als seine Kraft aufgebraucht war und er sterben wollte, da begegnet ihm Gott durch seinen Engel und stärkt ihn, versorgt ihn und gibt ihm einen neuen Auftrag. Schließlich erscheint diesem Propheten Elia der Herr selbst in einem sanften Sausen des Windes in einer Höhle am Horeb. Hier erfährt er, dass Gott noch 7000 Israeliten im Land, also im Nordreich, hatte, die sich nicht Baal zugewandt und vom lebendigen Gott abgekehrt hatten. Mit einem neuen Auftrag ausgerüstet, zieht Elia wieder zurück, um dem Herrn weiter treu zu dienen. Erst jetzt beruft er Elisa
als seinen Schüler. All das werden sich wohl die Prophetenjünger untereinander erzählt haben, nachdem Elia nicht mehr unter ihnen war. Seiner Botschaft nach gilt der Prophet Elia als Gerichtsprophet. Vielen Einzelnen und auch dem ganzen Volk musste er immer wieder Gottes Gericht ankündigen. Er war sein Leben lang ein treuer Diener Gottes, der dessen Stärkung und dessen Bewahrung immer wieder erfahren hatte. Und so war er vorbereitet, als er schließlich durch Gott von der Erde zu sich in die Herrlichkeit heimgeholt wurde. Hier wollen wir kurz innehalten und uns fragen, wie vorbereitet sind wir eigentlich? Wir sagten vorhin, egal ob wir jung oder alt sind, jederzeit, jeden Augenblick kann es soweit sein, dass Gott uns aus dieser Zeit ruft. Wie vorbereitet bist du jetzt im Augenblick? Was wäre, wenn Gott dich heute zu sich nehmen würde? Anders gefragt, wie leben wir eigentlich Tag für Tag? Die Hauptfeinde Israels waren damals nicht etwa die feindlichen Nachbarn. Nein, die Feinde für Israel und den Glauben an den lebendigen Gott, die befanden sich mitten unter ihnen im eigenen Land. Es war die Abgötterei, die Gottlosigkeit und die Unmoral. Elia rief seine Zeitgenossen immer wieder zur Umkehr auf. Sie sollten sich von Baal abkehren. Sie sollten sich dem lebendigen Gott zuwenden. Welche Abgötter verleiten uns dazu, dass wir nicht so gerne auf Gott hören oder uns von ihm abwenden? Wir müssen dabei nicht nach anderen Religionen schielen. Nein, diese Feinde, die sind mitten unter uns, die sind vielleicht sogar in unseren eigenen vier Wänden. Das ist zum Beispiel der Fernseher, der uns abhält, immer wieder davon, in seinem Wort zu lesen oder sich Zeit zu nehmen zum intensiven Beten. Da ist vielleicht das Hobby, dem wir nachgehen und für das wir viel Zeit und Kraft und Energie aufbringen und dabei vergessen, dem zu danken, der uns bewahrt und uns von ihm vorbereiten zu lassen für unsere letzte Stunde. Oder da ist der ach so große Bedarf nach Gemütlichkeit und Ruhe in den vier Wänden zu Hause, die uns vom regelmäßigen Gottesdienstbesuch und vor allen Dingen am Abend und in der Kälte dem Gang zur Bibelstunde abhalten. Lieben, neben unseren Autos, die uns viele Wege verkürzen lassen zeitmäßig, haben wir noch ganz andere Helfer zu Hause, die uns viel Zeit freischaufeln. Ganz abgesehen davon, dass wir heute, jedenfalls viele unter uns, nur noch eine 35- oder 37-Stunden-Woche haben. Müssten wir nicht eigentlich viel mehr Zeit haben für Gott und sein Wort als unsere Vorfahren? Aber irgendwie schafft es der Teufel immer wieder, uns unsere 24 Stunden, die wir pro Tag haben, so einzurichten, dass wir, obwohl wir Zeit hätten, trotzdem sagen, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit, Kranke zu besuchen, für sie zu beten oder sie wenigstens anzurufen. Und ich rede hier nicht von der eigenen Verwandtschaft, sondern ich rede von den Glaubensgeschwistern in der eigenen Gemeinde. Vieles ist uns da oft wichtiger als der treue Dienst für Gott und für unsere Glaubensgeschwister. Wären wir wirklich vorbereitet, wenn Gott uns heute aus dieser Zeit zu sich nehmen würde? Gewiss, wir sind durch die Taufe seine Kinder. Aber leben wir auch als solche? Nutzen wir die Zeit, die Gott uns noch lässt, um uns auf unseren Abschied von dieser Erde vorzubereiten? Machen wir es wie Elia, nehmen wir uns Zeit für Gott und für sein Wort. Was auch immer geschehen mag,
bleib du dem rettenden Wort deines Heilands treu. Dann bist du vorbereitet und dann geht es dir so wie dem Elia. So wirst du einmal als Kind Gottes aus dem Leben scheiden. Vorbereitet, nachdem du Gott im Leben gedient hast. Und siegreich, begleitet von himmlischer Herrlichkeit. Werfen wir noch einmal einen Blick auf Elia und Elisa, wie sie da so gemeinsam unterwegs waren. Sie kamen schließlich an den Jordan. Ihnen folgten 50 Propheten, Jünger. Um von ihnen ungestört zu sein, wollen sie den Jordan durchschreiten. Und in der Kraft Gottes, in der damals Mose das Schilfmeer teilte, in derselben Kraft teilte nun Elia mit seinem Prophetenmantel den Jordan, damit Elisa und er trockenen Fußes hindurchgehen konnten. Auf der anderen Seite angekommen, kommt es zu einem letzten kurzen Gespräch zwischen dem geistlichen Vater und seinem Schüler. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Dass mir zwei Anteile von deinem Geiste zufallen. Er sprach: Du hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht sein. Mit seiner Antwort fordert Elisa von seinem geistlichen Vater das Erbe des Erstgeborenen. Und so wie Elia nur der geistliche Vater Elisas ist, so bittet Elisa auch nur um geistliche Dinge. Er bittet um denselben Heiligen Geist, damit er genauso treu Gott dienen kann wie sein geistlicher Vater. Diese Bitte hätte Elia schmeicheln können, doch er weiß auch, was damit verbunden ist, nämlich die Zeit der Entbehrung, der Not, der Verfolgung. Und deshalb antwortet er mit den Worten: Du hast Schweres erbeten. Schwer nicht, weil Elia ihm das nicht geben kann, sondern schwer, weil es schwere Folgen hat, Gott treu zu dienen. Er denkt an die Stunden und die Tage, in denen er auf der Flucht war vor seinen Feinden, vor Ahab und vor seinen Schergen. Vor allem aber weiß er, dass er nicht selbst diesen Wunsch erfüllen kann. Und deshalb antwortet er hier sehr klug. Er sagt: Wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht sein. Er weiß, nur Gott selbst kann diesen Wunsch erfüllen und kann dem Propheten, Schüler und erstgeborenen geistlichen Sohn Elias den Segen geben und seinen Heiligen Geist. Kurz darauf darf Elisa sehen, wie sein geistlicher Vater Elia vor ihm aufgenommen wird in den Himmel. Im Wetter fährt er von der Erde, ohne sterben zu müssen. Gewissermaßen mit Glanz und Gloria holt Gott seinen treuen Diener aus dieser Zeit in die Herrlichkeit. Er wird in einem Augenblick verwandelt wie die Menschen, die zu dem Zeitpunkt noch leben werden auf dieser Erde, wenn unser Heiland Jesus Christus wiederkommt. Gott tröstete seinen treuen Diener, der gerade wegen seines Dienstes so viel Verfolgung, so viel Leid und Entbehrung erleiden musste, damit, dass er ihn direkt zu sich nahm in die Herrlichkeit, ohne sterben zu müssen. Im Evangelium haben wir heute gehört, wie Elia später zusammen mit Mose neben dem Heiland erscheint auf dem Berg der Verklärung. Offenbar hat Elia einen Ehrenplatz im Reich Gottes einnehmen dürfen. Sehr wahrscheinlich werden wir nicht auf so wunderbare Weise entrückt werden, wie Gott Elia aus dieser Zeit genommen hat. Doch dich darf trösten, dass sich doch Entscheidendes ähneln wird.
du wirst nicht alleine aus dieser Zeit scheiden, sondern umgeben von Gottes Herrlichkeit. Es mag sein, dass du keinen Menschen an deiner Seite hast, wenn du deinen letzten Atemzug tust. Es kann sein, dass es bei einem Unfall ist oder im Krankenhaus oder im Pflegeheim, dass du wirklich niemanden um dich hast. Und trotzdem bist du nicht allein. Jesus selbst ist bei dir. Gott mit seiner Herrlichkeit und Heiligkeit ist bei dir. Und er nimmt dich, sein treues Kind, zu sich auf in die Herrlichkeit. Vielleicht nicht mit Entrückung, aber doch auf wunderbare Weise heim, ohne sterben zu müssen. Deine Seele bleibt am Leben, sie stirbt nicht. Dein Körper, der stirbt. Aber deine Seele, die wird sofort aufgenommen in die Herrlichkeit Gottes. Der Heiland ist jetzt im Moment bei dir und er wird auch bei dir bleiben, wenn du ihn nicht verlässt. Deine Seele wird dann sofort bei dem sein, der sie dir gegeben hat, deinem Schöpfer. Und bei dem, der sie erlöst hat am Kreuz, Jesus Christus. Ja, Kinder Gottes werden begleitet von himmlischer Herrlichkeit scheiden. Wer das weiß, der muss sich nicht fürchten vor seinem Tod, sondern kann getrost singend beten, in Christi Wunden schlafe ich ein. Die machen mich von Sünden rein. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Mit Fried und Freud ich fahr dahin, ein Gotteskind ich allzeit bin. Dank hab mein Tod, du führest mich, ins ewig Leben wandre ich. Mit Christi Blut gereinigt fein, Herr Jesus, stärk den Glauben mein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lasst uns beten. Allmächtiger, barmherziger Gott, wir danken dir, dass du deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus den Völkern offenbart hast. Durch ihn sind wir aus der Finsternis zu deinem wunderbaren Licht berufen worden. Erleuchte uns zu aller Zeit mit deiner Gnade und Wahrheit. Erhalte uns die unverfälschte Verkündigung deines Wortes und den schriftgemäßen Gebrauch der Sakramente. Segne alle, die zur Leitung unserer Kirche berufen sind. Gib unseren Gemeinden treue Hirten und Diener. Lass dazu auch die Arbeit an unserem lutherischen theologischen Seminar in Leipzig dienen. Mach Männer bereit, in deinen Dienst zu treten. Breite die Botschaft von Jesus Christus aus unter allen Völkern und bewege die Christenheit zu Taten helfender Liebe. Schenke denen Weisheit und Kraft, die uns regieren und für das Wohl anderer Menschen Verantwortung tragen. Lass die Mächtigen auf dieser Erde den Frieden unter den Völkern suchen und bewahren. Wehre den Kriegen aller Welt und schenke doch besonders auch in der Ukraine bald Frieden. Segne unsere Stadt und alle, die hier wohnen und arbeiten. Regiere mit deinem Frieden in unseren Ehen und Familien. Hilf jungen und alten Menschen, dein Wort gern zu hören und zu verstehen. Segne auch die Arbeit unserer Dr. Martin-Luther-Schule. Speise die Hungernden, sei Zuflucht den Bedrängten und Entrechteten. Tröste alle Traurigen, sei den Schwermütigen und Einsamen nahe. Stärke die Kranken und sei den Sterbenden gnädig. Gib, dass wir in Ehrfurcht vor dir leben, in deiner Gnade sterben, in deinem Frieden ruhen, durch deine Kraft auferstehen und darauf das ewige Leben erben. Darum bitten wir dich durch deinen lieben Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Er herrscht mit dir und dem Heiligen Geist. Ihm sei Lob und Dank, Ehre und Herrlichkeit, jetzt und zu aller Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn. Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen, Amen, Amen. Thank you.
Amen.